So Leute, damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen. Wir gehen natürlich mal wieder rein ins Game, liebe Leute. Nachdem ich sowieso jetzt gerade zweimal hintereinander neu gestartet habe, das Spiel, weil es einfach plötzlich komischerweise Leute nicht mehr Knockout schlägt. Aber ja, wir gehen rein. Wir haben da Fragezeichen und jedes Mal scheitere ich dabei. Richtiger Montag, liebe Leute. Richtiger Montag. Ich komm schon klar. Aber das kann ich nicht so stehen lassen. Mein Ego sagt, ich muss da jetzt rein. Mein Ego sagt. Wenn Egon sagt, ich muss da rein, dann muss da rein. Oder geht nicht anders. Geht du auch weißt, nicht was anders. Man sagt, das ist wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein. Ah, eine Skeptikerin. Brauchst du die Essenz der Geschmeidigkeit einer Lotkatze? Oder das Extrakt der Wamperstärke? Ich kenne diese Masche. Lass mich raten. Da ist nur Suchbeerensaft mit etwas Farbstoff in dem Fläschchen. Geht das auch leiser? Wer bist du? Handelsinspektorin? Nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hutten keine Betrüger auf ihrem Markt dulden. Zumindest, wenn sie keinen Anteil davon kriegen. Ah, wie wär's damit? Du nimmst eine, als Gratisprobe sozusagen? Und dann behältst du deine haarsträubenden Theorien für dich. Ich nehme das hier. Diese Stärkung verleiht dir die Kraft eines Wampa. Das sieht aus wie Bacta mit Farbstoff. Na, Alter, ja, so geil. Okay, ja, haben wir mal frische Tatatab. Den Wappler. warte. Ich muss ihn quasi so platzieren. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Ja, warte. Ja, jetzt hätte ich es fast gehabt. Jetzt schießt er mal eine. Jetzt schießt er mal genau Millimeter eine. Super. Da. Seid sie mal hier. Nix. Mach mal ein bisschen was. Tu mal was für dein Geld. Mach auf. Mach zu. Damit das ja keiner mitkriegt. Was siehst du? Hoffentlich oh, wird zumindest, dass das keiner mitkriegt. Ich mach einmal da, zerab, zap, zerab, da mach ich zap, zerab, und da verpissen wir sich ja moin. Wie wäre nichts gewesen. Und tschüss. Dann lauf, Alter. Na, beiß, Depper. Dann rein. Rein um dein Leben, Alter. Also wir finden natürlich noch ein Fragezeichen, dann bleiben wir natürlich schon schön, also. Money, money, money! Müsst ihr ein bisschen Geld sammeln, das sicher, Alter. Von nix kommt nix. Ja, was ist halt leider so, von nix kommt nix. Aber jetzt können wir eh gleich wieder fahren. Können wir wieder durch die Gegend herum cruisen. Dann wird uns eh schon angezeigt. Da kommt schön herkommen. Steppert, Alter. Mit der hergeflogen. Alles klar. Richtig schön abgesetzt wurden. Also, wir sind ja noch in der Stadt. Wir dürfen noch nicht Gas geben. Aber bald kommt die Speedforce. Ja, Digga. Alter, wie wird das so auf real angelehnt? Ja, moin. Ah, Gott sei Dank bin ich wenigstens gut mit der. Da darf ich wenigstens spazieren fahren. Ist genehmigt. Ist genehmigt. Das ist ja das Leimante. Nur aufpassen wegen die depperten Steine, gell, mein Freund. Das kann schnell Scheiße enden. Ja moin, was grüßt dich, alles klar, was blöd, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Ist deppert, das. Die lauter Steine und alles drum und dran, ich sehe die alle schon fliegen. Die sehe ich sicher schon fliegen, Alter. Die ist sicher halbert wieder hier. 100%, ganz vergessen. Das ist ich. Aha, dass die überhaupt Leute spazieren gehen, ist ja ein Wunder. Oh, Außenposten. Ja, wir müssen aber eher noch ein bisschen weiter. Ist nur nicht so tragisch. Ist nur nicht so tragisch, also dementsprechend. Der Kurze, wie schaut's denn eigentlich da überhaupt aus? Und da los? Wie steppert, muss ich mal vorbeischauen. Höhle zu sein.
Ja, verstehe ich. Habe ich auch eigentlich hauptsächlich vieles Schlechtes nur gehört über das Game. Muss aber sagen, es hat etwas. Es hat etwas. Ich finde, da hat sich Ubisoft auch ab und zu ein bisschen was getraut. Stellenweise. Also dieses Schmuggler-Ding mit jeder verratet gefühlt jeden. Ist einfach richtig geil. Mega. Also ich muss schon sagen, mir macht das Spiel echt Laune. Also ich mag's. Das einzige Manko, was ich halt habe, ist, das Spiel ist noch nicht einmal ansatzweise für ein Release geeignet. Also stellenweise muss ich schon sagen, so schon ein bisschen unterirdische Technik, beziehungsweise FPS-Einbrüche, ein flackerndes Büdel. Manchmal ist die Grafik wieder... Wer war hier? On top und dann manchmal ist sie wieder, wo es sagt so. Okay. Also manchmal wirklich so stellenweise so eine richtige 10 von 10 Grafik. Und dann wieder so, so richtig so PlayStation 2 Feeling plötzlich. Aber es ist halt so. So, wo ist denn der Kleine jetzt? Der hat irgendwo. Ah, ich habe ihn eh schon gehört. Ich glaube, das eh. Ja, da ist er eh der Kleine. Da. Aber voll lieb gemacht. Auch richtig schön detailverliebt, alles drum und dran. Sie bemühen sich mit den Updates. Es sind schon viele Updates rausgekommen, aber es ist trotzdem noch nicht mal ansatzweise fertig. Finde ich halt persönlich. Also ich finde, meiner Meinung nach, mindestens ein halbes Jahr Entwicklungszeit hätte dem Spiel richtig gut getan. Ich glaube, dann wäre es auch richtig gut aufgenommen worden. Dann wäre das vielleicht eine Wertung nicht von 72, 75, sondern sicher so eine Wertung von 85 ungefähr geworden. Weil ich habe echt Spaß mit dem Spiel. Ich kann es mal jetzt ab und zu 2 Stunden geben, so nach der Arbeit, dieses, jenes, auf leichte Kost angelehnt. Finde ich auch super. Manchmal richtig geil, manchmal, es gibt halt natürlich auch den ein oder anderen frustrierenden Moment. Aber das gibt es ja auch fast in jedem Game. Manchmal denkst du auch einfach nur so, aha, okay, wie geht das jetzt? Wie geht das? Weil manchmal, oder die finden dich, du bist irgendwo im Busch, dieses, jenes, denkst du, der Wappler kann mich eh nicht sehen. Hört sich so ein Fragezeichen. Du denkst nur so, hä? Wie? Was? Und dann bist du manchmal neben ihm, neben dem Typen, Bruder, er sieht dich nicht. Wie wäre er blind? Wie wäre er ich? Wie wäre er Scharsager oder irgendwas in der Richtung? Steppert. Normalerweise wäre die heute schon wieder geflogen. Also ND5. Kann losgehen. Gut, verstanden. Kann, dann kannst du den Wappler plündern. Vorne von vorne. Aber sollen wir jetzt sagen, was er hat, der Bub? Oh, aber haben wir mehr als genug Verbesserungen? Naja, wir haben mehr als genug Verbesserungen, lassen wir's. Also ich würde trotzdem sagen, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, aber ich würde trotzdem auf irgendeine gewisse Art und Weise trotzdem sagen, ich kann es empfehlen. Weißt du, was ich meine? Wie schwer kann es schon sein, ein Syndikat auf irgendeine Art und Weise kann ich trotzdem sagen, ich könnte es empfehlen, weil auf mir gefällt. Also ich kann echt nichts. Ich kann echt nichts dagegen sagen. Echt super. Liefere alle Waren. Na, bester Deppert. Aber das ist das allererste Mal. Das ist wirklich das allererste Mal, dass wir sowas machen müssen. Na dann, let's go. Einmal Expresslieferung. Amazon lässt grüßen. Gib Gas, Vicky. Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich Schnellreise machen würde? So richtig auf 31 angelehnt. Egal, wir machen einfach Schnellreise. Bin schneller durch. Ja, moin. Opa! Aber aufpassen, wo wir hinfahren. Ich sehe die heute schon fliegen. Ich sehe die schon wieder. Knacken, dieses, jenes. Es ist auch wirklich stellenweise echt schön alles. Es kommt halt, ich weiß nicht. Ja, es sind halt auch viele Patches jetzt mittlerweile rausgekommen, wo das Spiel auch hübscher gemacht worden ist, etc. etc. Es kommt auch darauf an, auf welcher Plattform du spielst. Aber ich glaube, es ist eh nur für die PS5 und Xbox Series und PC rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob es für die PS4 auch gekommen ist. Aber trotzdem sei es drum.
Ich finde, sie bemühen sich wenigstens, dass wirklich was passiert. Und da muss ich echt sagen, Props dafür. Sie schauen auch, dass die Takedowns besser sind, dass weniger Performance-Einbrüche, alles drum und dran. Ich finde es halt nur, der große Shitstorm war halt einfach von Anfang an. Die Leute haben für den Season Pass ausgegeben, die Leute haben für den Early Access ausgegeben. Und was war halt natürlich das Problem? Im Early Access hast du vielleicht deinen Spielstand verloren. Und da war schon der Shitstorm vorprogrammiert. Da haben sie schon ganz genau gewusst gehabt, erst, yo, das wird schon wieder ein Reinfall von Ubisoft. Titel Ubisoft. Also Publisher ist Ubisoft, noch größerer Reinfall. Erst beworben mit der ersten Star Wars Open World. Was sowieso auch gelogen ist. Apropos, es gab schon mal ein Spiel auf der PlayStation 2, was eine Open World gehabt hat im Star Wars Universum. Aber sei es drum. Und so 100.000 mehr Kleinigkeiten halt einfach. Aber ich muss trotzdem sagen, es gibt mir halt einfach dieses leichte Feeling von einem Uncharted und alles drum und dran. Ich kann es halt nicht einmal ansatzweise wie ein Uncharted vergleichen, das wäre normalerweise sowieso eine Frechheit. Aber ich muss trotzdem sagen, es gibt mir halt dieses gewisse Star Wars Uncharted Feeling. Es spielt sich nicht so dermaßen geschmeidig wie ein Uncharted, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Und noch einer fertig. Ja. Das stimmt. Angebot solltest du dir vielleicht ansehen. Aber Geld. Ja, unabhängig. Ja, ich würde trotzdem. Ja, schon. Ich will schon mit denen fertig werden. Aber jetzt glaube ich kein Minus. Ich glaube, diesmal sind wir mal positiv ausgestiegen. Aber Spielstand definitiv ist frech. Das ist quasi so gewesen.